Im sächsischen Metallwerk Freiberg sollte eine Glocke gegossen werden. Der Hillige Verein, der das Erbe der berühmten Glockengießer-Dynastie des Spätmittelalters bewahrt, war für die Ausführung verantwortlich. Auftraggeber war die Gemeinde Halsbrücke. Diese möchte nämlich eine neue Heuerglocke für das neue obere Geschrei bekommen. Und so sollte der 13. Glockenguss der Hilligers der erste sein, der direkt für den Bergbau ausgeführt wurde. Superintendentin Hiltrud Anacker sprach vor den versammelten Segensworte und sang gemeinsam mit allen ein Lied. Dann erfolgte der Guss, der erstmals in einer Form geschah, die aus einem 3D-Drucker stammt. Zunächst sah alles gut aus, doch dann... Zu einem solchen Experiment mit neuer Technik gehört, dass ein Versuch auch einmal nicht gelingen kann. So waren alle am Ende zwar enttäuscht, doch nicht entmutigt. Und dass wir wieder Glocken gießen dürfen, ist ein Privileg, was wir ja nicht aus den Augen lassen können. Und wie schnell sowas schieflaufen kann, haben wir gerade live erlebt. Das entmutigt uns nicht, sondern wir nehmen einen neuen Anlauf. Und da bin ich sehr dankbar, dass der Engel gesagt hat, es geht los, wir machen Fehleranalyse. Das ist genau das Richtige im Leben. Und dann schauen wir wieder nach vorne. Das ist auch etwas Neues, was wir hier gemacht haben. Die Form ist aus dem 3D-Drucker gekommen und das ist durch Voranholz gebundenen Sand im 3D-Drucker entstanden. Ist für uns auch was völlig Neues, aber wir denken, dass vor allem für kleine Glocken das ein gutes Verfahren ist, was auch Zukunft hat. Aber wie bei allem, was neu anfängt, da ist man eben auch vor Missgeschicken und Fehlern nicht gefeit. Sobald eine neue Form hergestellt ist, will man den Guss wiederholen, damit es auf dem oberen neuen Geschrei bald wieder klingt.